So eine Beziehung ist wie ein Fluss. Sie muss sich ständig weiter bewegen oder sie versiegt. Und ich denke, das, was wir haben, ist ein toter Arm. Und ich liebe das, was Sie alle haben. Ja, also wissen Sie, das hier, das ist ein Präsent von Oma Mahorn. Mit wer? Oma Oma Mahorn? Ja, meine Oma. Ist das ein Witz oder sind Sie in einem Heimatfilm aufgewachsen? Das heißt, du willst nicht, dass wir zusammenleben? Ich will nicht, dass wir zusammenleben. Wessen Idee war denn das? Meine. Ja, es war wirklich deine, aber ich habe sie sofort akzeptiert. Den mit der SSL. Mit der was? Der sichtbaren Sliplinie. Merkst du, ist einfach Zucker. Ja, die ist echte Maßarbeit. Du stehst ja im Allgemeinen mehr auf Konfektion. Wie heißen Sie eigentlich, wenn ich fragen darf? Allison. Naja, Sie mögen jüdische, linksliberale, intellektuelle New Yorker, die Central Park West Brandeis Universität, die sozialistischen Sommerlager und bestimmt Rosa Luxemburg als Pin-Up-Girl an der Wand. Und vor allen Dingen jede Woche einen hübschen kleinen Streik gegen das Establishment. Stoppen Sie meinen Redefluss, bevor ich mich völlig zum Idioten mache. Nein, das war wundervoll. Ich liebe es, zu einem kulturellen Stereotyp reduziert zu werden. Wir sind gerade auf dem Weg ins Pierre. Wir sind da verabredet mit Jack und Angel. Wir wollen da einen Schluck trinken. Oh, ja. Falls Sie Lust haben, mitzukommen, wir würden uns darüber freuen. Nur so ein bisschen reden. Zweite. Ja. Nichts Besonderes, ganz privat und völlig ungezwungen. Wenn ich das Wort ungezwungen schon höre, dann bin ich sofort völlig verklemmt. Das ist für mich immer so eine Art Albtraum. Ich war auch bei den Rolling Stones in Altamont, als der Mann umgebracht wurde. Glück gehabt. Ich war bei der Alice Cooper Show. Da kamen 6 Jungs ins Krankenhaus wegen eingebildeter Schwangerschaft. Warst du immer so komisch? Hey, was ist? Soll das ein Interview sein? Wir wollten uns doch lieben. Ich hatte noch nie so viel Vergnügen, ohne zu lachen.